Ja, hallo und herzlich willkommen zu Beyond Ice. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Und ich hoffe, wir werden viel Spaß zusammen haben und ein schönes Spiel entdecken. Und ich drücke einfach mal eine Taste. Eines Tages bekamen sie Besuch. Ja, und da dürfen wir jetzt wohl übernehmen. Ich muss mal gerade kurz in die Optionen gucken, weil... Ha. Dachte ich mir schon fast. Auflösung ist auch die höchste, die es gibt. Wunderbar. Invertierte Achse. Merke ich jetzt momentan nicht, aber okay. WASD ist klar, interagieren ist Leertaste. Okay. Dann setzen wir mal fort. Und wir sind dieses kleine Mädchen, was blind ist und die Welt jetzt hoffentlich zusammen mit dem Kater entdecken wird. Und auch mit uns. Denn wir nehmen die Umgebung ungefähr so wahr wie sie. Gut, wir sehen mehr als sie, aber ansonsten... Ah, da ist der Kater. Und dem Kater wollen wir natürlich auch hinterher. Das Paar wurde schnell zu besten Freunden. Ich muss mal ganz kurz gerade mal raustappen. So. Sorry. Und wir müssen anscheinend gucken, dass wir immer die Katze finden. Der Sommer machte dem Herbst Platz. Rays Freund hatte nur einen Namen. Genau, aber wir sind Ray. War da drüben nicht die Katze? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Da sitzt wieder was. War das auf jeden Fall ein Vogel? Das ist gar nicht so einfach, die Katze zu finden. Da ist er. Nee. Ray vermisste Nani, wenn er sie nicht besuchte. Schließlich tauchte er aber doch immer wieder auf. Das ist halt eher so eine kleine interaktive Geschichte, kleines interaktives Märchen, halt über ein blindes Mädchen, was die Welt halt zusammen mit seinem Kater entdeckt. Und als das Spiel auf Steam gesehen habe, dachte ich mir, ja doch, da sehe ich mich eigentlich. Der Winter brach herein, Nani kam nun seltener zu Besuch. Ja, weil Katzen und Winter vertragen sich ja nicht unbedingt. Aber dennoch hoffe ich, dass wir den kleinen Kater finden werden. Oh, da habe ich doch was gehört. Na, wo ist er denn?
dachte eigentlich, dass ich eine Katze gehört hätte. Okay, durch den Schnee, der halt noch mehr Geräusche schluckt, kann auch sie sich halt schlechter zurechtfinden und bewegen. Lenny? Wirklich viel interagieren konnten wir bis jetzt noch nicht. Ich finde aber auch wichtig, dass es solche Spiele gibt, die ja, aber darauf hinweisen, wie es sehbehinderten oder komplett blinden Menschen in unserer Welt halt geht. Die sich darauf verlassen müssen, was sie hören. Und was sie erfühlen können. Anstelle von dem, was wir halt sehen. Weil die Menschen sehen das nicht. Für die... Es ist ja so, dass Menschen, die blind geboren werden, wissen ja auch gar nicht, was Farben sind oder wie sie sich Sachen vorzustellen haben. Aber Menschen, die durch eine Krankheit oder durch einen Gendefekt blind nach und nach werden, vergessen ja auch nach und nach Farben oder wie gewisse Dinge aussehen, wie gewisse Menschen aussehen, wie Freunde, Verwandte aussehen, wie ja, wie die ganze Welt halt. Wie die ganze Welt halt einfach in bunt ist. Und irgendwann vergessen sie leider auch die ganzen Umrisse allem. Hier höre ich die Katze wieder. Ach, da hinten. Da hinten ist er. Ach Gott. Ne? Ach, da ist er. Jedes Mal, wenn Nani den Garten verließ, fragte sich Ray besorgt, ob er jemals wiederkommen würde. Und wenn er sie verlässt, ist sie wieder allein. Der Frühling erweckte den Garten zu neuem Leben, doch Nani war nirgends zu finden. Oje. Oder müssen wir jetzt selbst in die große, weite Welt? Anscheinend ja. Ray vermisst ihren Freund schmerzlich. Eines Tages beschloss sie, nach ihm zu suchen. Und jetzt befinden wir uns nicht mehr im Garten, wo sie sich auskennt oder wo Mauern und Zäune das alles abstecken, wo wir hingehen können, sondern jetzt befinden wir uns in der weiten Welt, wo nicht unbedingt immer Mauern und Zäune uns Sicherheit geben können, uns sagen oder fühlen lassen, wo die Grenze ist. Denn dann ist man eher auf seine Sinne halt angewiesen, auf das Hören, auf das Fühlen, auch das Riechen. Weil man ja auch verschiedene Sachen ja auch riechen kann, die einem in den Weg kommen. Ray fragte sich, ob Nani diesen Weg nehmen würde. Na, wir müssen dann wenn drüber klettern. Das macht sie zum Glück sehr geschickt. Jetzt geht's weiter. Nani. Ich finde auch, so eine Art Spiel ist halt für einen selbst auch ein bisschen ja, eine neue Herausforderung, weil in vielen RPGs, in vielen Spielen siehst du ja sehr, sehr weit und kannst sehen, wo du hinläufst, aber hier nicht. Hier entdecken wir die Welt gemeinsam mit Ray. Und sind genauso wie sie mit neuen Sachen kommen mit neuen Sachen Konfrontationen,
Dinge waren nicht immer so, wie sie sich vorgestellt hatte. Und das auf der Suche nach ihrem wahrscheinlich einzigsten Freund. Einzigen Freund, Entschuldigung. Und nicht einzigsten. Oh. Okay. Natürlich machen ja auch so viele Sachen Angst, die sind nicht so. Die sie nicht kennt und die vom Geräusch her nicht so angenehm sind. Alright. Halt durch, es gibt noch so viel Schönes auf der Welt. Ui, schon wieder einer. Sind wir eventuell falsch abgebogen? Hier gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Raben. Ah, hier kommen wir wieder raus. Dann auf, kleines Mädchen. Befreie dich von den negativen Gedanken, Gefühlen und dem, was negativ sich negativ belastet und dann. Nanny. Hoffentlich finden wir deinen kleinen getigerten Freund auch ganz schnell wieder. Da ist anscheinend ein Fluss. Und vieles kann man hier nur erahnen. Da sitzt ein Frosch. Aber anscheinend sitzt der Frosch auch an einer Art. Ah. An einer Art Brücke. Und ich denke mal, dass wir über die Brücke rüber müssen. Wenn es vielleicht auch eventuell ein bisschen, ja, eine vage Vermutung ist, ob der Kater wirklich so weit läuft, aber. Sind das Hühner? Tatsächlich. Das sind wohl Hühner. Ein ganzes Hühnergehege. Ach, hier ist ein Haus. Können wir da an die Tür klopfen? Nein, das lässt sie mich nicht. Und wir wollen ja auch in kein Haus rein. Wir wollen ja eigentlich unseren Freund finden. Unseren kleinen Getigerten. Kann ich die Hühnchen in die Freiheit lassen? Aufmachen können wir es anscheinend. Ja. Wir können zu den Hühnern rein. Oder halt die Hühner auch rauslassen. Diese findet sie anscheinend als sehr positiv. Ah, hier endet das Gehege anscheinend wieder. Das ist halt auch das, was man bedenken muss. Wenn etwas keine Geräusche macht oder sehr, sehr still ist, existiert halt erstmal für sie nicht. Weil sie merkt ja nicht, dass es da ist. Und es geht immer tiefer und weiter in den Wald. Und sie sucht immer noch ganz, ganz sehnsüchtig ihren kleinen Freund. Der hier hoffentlich irgendwo steckt. Oh. Oh je. Ein Hund.
wo wir nicht wissen, ob der wirklich eingesperrt ist oder nicht. Weil das sehen wir ja nicht. Können nur von den Tönen ausgehen. Hier führt aber eine Brücke rüber. Die nutzen wir mal. Weil ich denke mal, dass die Brücke auf jeden Fall vom Hund wegführt. Sie ist also anscheinend eher so der Katzenmensch. Oh. Hier ist nochmal eine Art Hof oder so. Ein Bauernhof. Das ist ganz schön verwirrend, wenn man das alles nicht sieht, sondern erst nach und nach erkundet. Ach, da kommen Wassertropfen runter. Das hört sie. Dadurch kriegt man auch erstmal ein ganz anderes Gefühl, was Geräusche angeht. Ach, wir sind mittlerweile bei der Kirche angekommen. Ah. Oh. Das war... Entschuldigung. Oh. Ist das Nani? Das war gerade eben bei meinem Renderprogramm. Entschuldigt bitte. Das ist doch bestimmt Nani gewesen. Wird hier irgendwo sein. Das macht mich leider auch leicht nervös, dass ich einfach nicht sehe, wo wir wirklich hinlaufen. Anscheinend geht es hier jetzt bergab. Jetzt wird sie wahrscheinlich mit ihren... Füßen spüren. Was ist das? Ah. Eine Straße. Wahrscheinlich. Wo wir so nicht rüberkommen. Weil wie will sie über eine Straße kommen, wenn sie es gar nicht sehen kann? Und wer weiß, in was für einer Zeit das spielt oder in was für einem Land? Ah. Okay. Blindenampeln gibt es hier anscheinend doch schon. Das heißt, man kann hier auch die Straße überqueren. Na, da haben wir nochmal Glück gehabt. Und sie ging gerade automatisch, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Aber das hat ja funktioniert. Und wieder hat sie eine Gefahr gebannt. Und jetzt befinden wir uns anscheinend in der Stadt. Oh, was haben wir da hinten? Wasser haben wir wieder, der Fluss wieder. Der uns stetig begleitet. Eine Art Laterne. Das ist auf jeden Fall echt eine Straße wahrscheinlich, worauf wir hier gehen. Oder halt so ein Fußweg. Ray war niemals zuvor so weit weg von zu Hause gewesen, doch sie stellte sich vor, wie Nani hergekommen wäre. Am Ende kommen wir nach Hause und Nani sitzt einfach wieder im Garten. Das wäre ein bisschen hart. Aber dafür hätten wir uns auf ein Abenteuer gewagt und haben dann viel erlebt. Sehr, sehr viel erlebt. Oh, da war eine Mülltonne. Da stehen Kisten. Da steht auch wieder ein Auto. Ach nee, ein Rasenmäher. Ja gut, das kann sie ja nicht wissen, weil sie hört ja nur das Knattergeräusch, aber weiß ja nicht wirklich...